Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 11 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, da fährt der Zug dahin. Wir hatten letztes Mal die Linie gebaut, die an den drei orthodoxen Kirchen vorbeiführt und haben aber hier irgendwo noch, haben irgendwo noch Kutschen am Laufen, die wir definitiv noch von dieser Linie nehmen mussten. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro machen wir das dann. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, wo die Kutschen hier sind. Da ist Lübeck, naja. Da kommt schon mal eine an. Das heißt, die packen wir an, wenn wir sie kriegen. Gehen auf Fahrzeugdetails und machen dort nicht laden. Weil die drinne sind, die sollten jetzt noch gerade weggebracht werden. Das passt dann. So, weiß gar nicht, hier unten sind noch welche. Fahrzeugdetails nicht laden. Nochmal sechs da drinnen, ne? Und hier unten sind nochmal welche. Auch sechs Leute drinnen. Nicht laden. Packen wir hier drunter. Können wir wieder auf Fracht gehen. Ach so, warte mal. Wir hatten ja die Möglichkeit ausmustern, sobald diese leer ist, oder? Ach, ausmustern müssen wir sie nicht. Nee, lass mal. Die sollen mal zurückfahren. Sollen wir dann da oben noch, die können wir noch ändern dann, wenn sie leer sind. Die können noch woanders hinfahren, ne? Ich glaube, das waren alle, oder? Diese Postkutsche, die hier fährt, pendelt nur zu diesem Bahnhof, wo schon 20 Leute warten. Gut, dann haben wir das erst. Hier ist leider fehlgeplant. Der fährt da auch noch hin und her. Vielleicht wächst er ja irgendwann ein Haus und dann passt das, ne? Müssen wir mal gucken. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Linienverwaltung rein. Schon. Ne, warte, Linienverwaltung ist falsch. Haltestellenverwaltung wollte ich. Und hier sind alle. Bezeichnungen möchte ich nicht, sondern wartend möchte ich haben. Und dann keine Güter vorhanden. Andersrum. Wir gehen hier hin und schauen, dass hier jetzt 99 Passagiere schon warten. Jena Rathaus 27, Eislingen 25, Zittau Rathaus 13. Das ist alles mit dem Zug zu machen, ne? Mettmann, Hamburg, Neften, Öhr Rathaus, Naumburg Rathaus, weiter. Das ist ja alles mit dem Zug eigentlich, ne? Wo ist denn der Zug? Der muss ja oben irgendwo stehen. Gibt es da ein Problem oder was? Und da ist er nicht. Wo ist er? Da ist er. Okay, er kommt wieder. Das ist natürlich eine lange Strecke, die er da schon fährt, ne? Aber das ist halt so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind hier bei Weiterstadt. Lass uns mal gerade die Karte angucken hier. Bei Weiterstadt ist da. Wir könnten natürlich jetzt definitiv noch eine Strecke nach Neften mal einplanen, oder? Wir stehen denn hier so rum. 28 Passagiere, die nach Hamburg wollen, okay. Das würde dann nach da gehen. Wir könnten jetzt hier einen Abzweig reinbauen, ne? Und dann fahren die da hoch. Wo sollte man die da aber lang schicken? Weiterstadt ist hier unten, ne? Wie stehen denn da so rum? So, hier steht sowieso keiner für Neften, der muss hier stehen. Bad Zwischenahn, Mettmann, Jena, ja. Nach Neften oder Hamburg fährt hier keiner. Sind denn da welche? Achso, das ist schon hier. Da fährt da auch keiner hin. Gibt es denn eine Linie, die da hinfährt überhaupt? Ja, klar, diese, die da unten gerade rumfahren. Haben die denn Passagiere entsprechend drauf? Neften Rathaus, ja. Okay, da ist niemand drin. Auch sehr interessant. Ja, dann wollen da halt nicht so viele hin, ne? Aber wir bedienen das ja erstmal. Jetzt lass uns nochmal gucken, die Karte nochmal angucken. Hier geht es ja auch noch ganz weit runter, ne? Und wir sind hier erst
Da. Sollten wir noch nach hier fahren? Wo sind da? Hier. Wie hieß die Stadt hier? Bad Zwischenahn. Und hier war Naumburg. Ach, Zittau war hier, ne? Ja, Zittau ist da. Wie sieht's denn hier oben aus? Stadt Hagen? Oder ist weiter was ausgebaut? 20 Passagiere nahe Palenberg, ne? Und Palenberg ist hier und hat 10 Passagiere, die wir auch warten. Ja, da müssten wir mal gucken. Der ist da und der ist da. Das passt erstmal alles. Hier unten müssen wir erstmal noch einen bauen. Eine Haltestelle bauen, da können wir einen Stadtbus bauen. Wo musste der dann sitzen dann? Der muss ja dann hier sitzen, ne? Aber das ist ja doof, ne? Aber da müssen wir die Linie halt ein bisschen umbauen gerade. Ist das Kopfsteinpflaster? Pflasterstraße tatsächlich, ja. Die Kutschen fahren sowieso nicht schneller. Ich würde das jetzt mal so machen. Und Bushaltestelle mitbringen. Achso, da müssen wir erst den einen noch wegreißen. Ne, der war das nicht. Wir bleiben schon hier. Ja, Linienverwaltung war falsch. Jetzt wieder das hochholen und den dahin machen. Und dann können wir die Bushaltestelle dahin bauen. So passt's dann, ne? Dann haben wir das. Dann kann Stadt Hagen auch wachsen. Und wir haben hier jetzt neuen LKW mit Gespann. Und das ist die Postkutsche. Und dann fährt dieser Fahrplan. Keine eigene, sondern Fahrplanlinie. Jetzt habe ich, glaube ich, doppelt aus Versehen gedrückt. Also hier ist er. Da ist hinzufügen, das bedeutet dort und dort. Warte auf Mindestbeladung brauchen wir nicht machen, sonst stört uns das Ganze. Und das ist hier dann der Stadtbus Stadt Hagen, ne? Stadt Hagen. Ändern wir das, machen wir das, fertig. Der zu. Stadtbus Stadt Hagen. Ich glaube, dann können wir den zumachen, oder? Sollte der da übernommen werden? Stimmt. Und starten das ganze Werk. Hier habe ich wahrscheinlich Linie 21 jetzt irgendwie doppelt gemoppelt gemacht, wahrscheinlich, oder? Da ist er. Da gibt es keinen Fahrplan, ne? Nö, dann können wir die Linie löschen. Passt. Habe ich irgendwie einen Doppelklick gemacht und dann war das gleich schon wieder dran, ne? Das ist der Stadtbus Stadt Hagen. So, wie weit sind wir denn hier bei Lübbecke? So, das bedeutet jetzt hier können wir mal gucken. Lübbecke war hier, ne? Und wer war dann der nächste Ort hier? Attendorn, oder? Ja. Und wie sieht es hier mit Fahrgästen aus in Lübbecke für Attendorn? 17. Das bedeutet, diese Kutsche kommt jetzt auf den Fahrplan Lübecke Attendorn. Ne, ich glaube, da machen wir das nicht. Fahrplan, hier machen wir das. Lübecke Attendorn. Das muss Attendorn Lübecke sein. Die Bezeichnung dieser Linie sehe ich gerade, haben wir auch ganz gut hingekriegt, ne? Lübecke, Attendorn, Rathaus und fährt jetzt, ne? Ja. Kann er machen. Der ist noch unterwegs mit Nichtladen und fährt da noch hin. Und der hier ist auch noch unterwegs mit. Aber warte mal, da müssen wir noch umblättern. Aber der hat auch noch alle drin. Gut, den schließen wir gerade. Machen wir hier gerade das auf. Weil, das gefällt mir jetzt hier nicht, ne? Der Minus, der muss da weg.
Jetzt wird das ja hoffentlich überall richtig korrigiert sein, ne? So, der fährt dann nämlich da lang. Warum ist jetzt hier so ein roter Balken da? Ach, das sind wahrscheinlich die Fahrzeuge auf den Kutschen, kann das sein? Ist da auch. Ach, das ist die Stationsabdeckung? Nee, oder? Nee, das passt nicht. Nee, weiß nicht wo. Lübeck-Rathaus. Aber sehr schöne Karte hier, ne? Mit. Da muss er jetzt. Nee, da ist ein Bahnsteig, okay. Da ist der Zug, oder? Ja. Okay, das passt erstmal soweit. Da sind wir erstmal ajour, wie man da so schön sagt. Stadtbus. Da schon eine Statistik mit mitgenommenen Leuten. Nö. Stehen denn hier schon mal welche? Nö. Das wird aber bestimmt werden und naja, die haben da erst ein Haus gebaut mit einem Passagieraufkommen. Das wird schon mit der Zeit werden. Und weil es so schön ist, haben sie ein neues gebaut, ne? Alles klar. Das bedeutet, wir machen dann mal gleich den Stadtbus auch da noch weiter ein bisschen ausgebaut. Warte mal, das war jetzt 1, 2. Das heißt, hier muss schon die Haltestelle hin, oder? Dann passt's. So, dann müssen wir die Stadtbuslinie bearbeiten. Stadtbus Stadthagen ist hier. Fahrplan ändern wir jetzt. Stadthagen, Holbergstraße zum Rathaus. Dann fügen wir den hinzu und den hinzu. Am Hohlweg ist das okay. Das sieht erstmal gut aus. Stadtbus hat dann mehr zu tun, ne? Passt. Sollte funktionieren. Stadthagen wächst. Schon 359, ne? Neun Gebäude. Arbeitslose noch reichlich. Ja, arbeiten ist noch ein bisschen schwer hier in der Karte, weil noch keine Industrien gekommen sind. Aber ja. Ich hoffe, es sind noch keine gekommen. Können ja mal gucken. Aber das wird wohl noch dauern, denke ich mal. Wo ist denn jetzt hier die Industrien da? Ja, ist noch leer die Liste. Was haben wir denn hier noch für eine? Touristischen Ziele, okay. Gut, das heißt, Stadthagen wächst weiter. Stadthagen haben wir da. Zu dem hier ist es Palenberg. Ja, jetzt wäre die Frage, ob wir Palenberg nicht erschließen mit. Ist hier eine Brücke, ja. Palenberg anschließen an einer Stadt oder ein Hafen. Ist hier ein Hafen zu bauen sozusagen? Ja, schwierig, ne? Attendorn ist mitten im Land, das ist doof. Also wenn, dann machen wir das hier, glaube. Aber das ist ja auch urweit weg, ne? Aber das wäre dann halt so. Sollten wir da mal hier gucken, dass wir hier einen Hafen hinkriegen und dann davon aus losfahren? Einmal nach hier vielleicht und einmal nach da. Also Zentrum ist hier definitiv und da müsste man dann eine Werft bauen und ein Schiff fahren lassen. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie das da so wird. Ne? Aber ich denke mal, das verschieben wir das Ganze auf die nächste Runde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir diese Kutschen dann noch beobachten, die da noch leer werden müssen und dann noch umfunktioniert werden müssen für eine andere Strecke, ne? Bis dann. Ciao.